Einen wunderschönen guten Morgen. 3. Dezember. Mir ist aufgefallen nach den ersten zwei Videos, was ich so schätze an diesen kurzen kleinen, dieser kurzen kleinen morgendlichen Routine, diesen Videos, ist, dass es so ruhig ist, dass die Welt einmal ruhig steht. Nichts passiert, wenn ich diese kleine Aufnahme hier starte. Alle meine Geräte sind im Nicht-Stören-Modus. Keine Nachrichten kommen rein, ich schätze das sehr. Wir kommen heute zu einem Rauchmelder und zwar von der Firma Meros. Das ist dieser hier, ein Brandmelder, den montiert man sich an die Decke und es ist natürlich ein smarter Brandmelder, so wie das sich gehört. Der bindet sich in HomeKit ein und lässt sich dann mit Automationen verknüpfen. Man kann irgendwelche Lichtsignale in anderen Räumen veranlassen, wenn er halt Brände oder Rauch erkennt. Das ist ein relativ klassisch aussehender Rauchmelder. Die Alarmverknüpfung mit der smarten Komponente, die ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal, kommt natürlich mit so einem Hub. Diese Hubs sind immer noch notwendig, leider. Wir leben noch nicht in einer Meta-dominierten Welt, wo man so Rauchmelder einfach kauft, die alles eingebaut haben. Das ist okay. Also, wenn so ein Rauchmelder auch nur so ein paar Jahre hält, bis wir dann in dieser tollen neuen Zukunfts-Haus-Automationswelt leben, bin ich damit. Das ist für mich okay. Sieht recht klassisch aus, lässt sich natürlich per Selbsttest testen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Was ich schätze an Meros, der Firma insgesamt, ich hatte so einen Lightstrip letztes Jahr im Video und das läuft bei mir einfach so fantastisch problemlos. Man will ja was, was problemlos läuft. Und diese Meros-App, das schätze ich, das wollte ich sagen, dass sie nichts anderes sein will als so eine Firmware-Update-Maschine. Das ist auch manchmal notwendig, aber sie möchten da nicht irgendwie Funktionalität nachreichen, die ich eigentlich in Home haben will, in der Home-App. Und da sehe ich halt diesen Rauchmelder. Dieser Hub kann bis zu 16 von diesen Geräten hier verknüpfen und dann werden die einfach eingebunden in Home. Ich habe einen Fernzugriff, ich habe Signalisierung, Automationsmöglichkeiten, wenn es denn mal brennt, wenn die Bude in Flammen steht. Hoffentlich nie, aber deswegen kauft man, glaube ich, solche Rauchmelder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen ist der 4. Dezember und da gönnen wir uns wieder diese 2, 3 ruhigen Minuten am Morgen.